I just need one more person to hate me. Top, that's top. Asshole, dirtbag, no good bastard. Walle, weg, richesch Mythologie. Spielen zu viel auf Risiko, da da Strategie. Fick dein Haus. Ja, aber so, komm so. Sind auch Rapper so, von denen du sagst, so, was hier Text so geht, so, nicht so viel halten kann. Aber trotzdem gibt es auch noch Sachen, wofür ich es aber appreciate. Zum Beispiel hat Jam Live irgendwie gesagt, dass Leute, die den Avlo Lauschner geben, dass sie alle gut wacky für Rapper. Das Statement tun ich aber zurück. Weil, ja, schon ein bisschen zu viel an den Döppel gehalten. Gib ich mal so sagen. Also die Person, die spezifisch die mal gemerkt hat, war auch so ein von Diddling, ein Easy 3.5. Ich fand den Text auch noch wirklich nicht gut, aber den Easy 3.5, so was ihn aber definitiv kann, der das flowen. Und das appreciate ich auch von ihm. So, ihn ist noch nicht komplett rack, so ich kann einfach ein paar Sachen am Rap wirklich gut. Ja, aber da müssen die Leute können suchen, normal können suchen, aber wenn sie das unwohl gehen, sie besser, weißt du? Ja, du fährst. Das ist einfach so, der Text ist wack. Das ist ein guter Flow, weißt du, so willst du vielleicht Tipps beim Text schreiben, weißt du? Mhm. Dann musst du mehr gute Musik. Wie zu so etwas wack, weißt du, so geheim. Mir das ist das schon, weißt du, das geht Gangsters, weißt du, so das Internet-Brudi an. So wie die Leute einfach schreiben, nicht mehr, weil sie ihr selbst gesucht haben. So wie wenn das schon, ich fand einfach, oh, dreh der cringe von der Polo gut. Wahrscheinlich werden einfach so, oh, los, treffen auf der Straße, weißt du, das ist so, okay, gut. Ja. Gut. Das ist genau das, was ich meine mit dem. Image schon rund was fair und so und schieben, muss Gangster machen aus dem Block. Was nicht korrekt ist. Das ja. Mir wird eben noch am Lauf gesagt, so privat, dass der Navlo einfach mega dekorrekt ist. Ja, ich kann nicht. Ich sehe so sein öffentliches Auftreten, dass du nicht so das, wo sie feiern. So mal so nicht, also. Das ist halt, weißt du, wenn sie Leute das sehen, vielleicht gehen sie da besser, weißt du, dann sind sie wirklich Porno. Problem ist natürlich, dass so viele Leute viel an ihrer Bubble sind. So, mein Bubble ist einfach so gefüllt mit Mindset. So mit, guck, da ist ein Problem an der Gesellschaft. Ich will just wissen, dass das so ist. Ja, weil das ist das, was ich und dir würde schätzen, was ich auf den Interview gerufen und was ich auch beim Sof gesucht habe. Interessanter Text dazu, was ich, mit was ich befasst. Bei dir, notamment Trendsetter. Social Media, fast gut, ich noch für dich endlich Facebook gequit, nachdem ich für mich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Weil ich sehe keine Nutzer mehr auf Facebook, ich kriege meine Nachrichten überall an, ich hier an. Ich nehme noch auf meiner Shortzeit Leute, die sich seit 10 Jahren streiten dieselben Leute über dieselben Themen bei den selben RTL-Kommentarspalten. Und wir kommen näher ins Un und die Leute streiten noch immer. Noch immer, weißt du, ja. Was dann eigentlich geschieht. Und nur mit Corona streiten sie noch mehr. Ich werde andere sagen. Und du weißt, du sagst schon in RTL Pose und in den Kommentaren und dann so, oh, this is gonna be good. Ja, same. Ist so, ich kann das Gefühl. Also, das ist einfach so ein Thema, und was so ein Thema aus komplett irrelevant und was, oh, fuck, da riecht es schnell ab. Ich meine, ich habe mich wirklich dazu berichtet, zum, okay, Facebook ist immer noch toxisch, und Leute, die gut nicht fertig springen, dass der Abrilsgag von Domino's gewesen ist, und der Abrilsgag gemerkt, dass sie keine Ananas-Pizza mehr verkaufen dürfen. Wo natürlich Leute sich aufgeregt haben, dass sie dann nicht mehr die Erste gehen, weil sie das Erste sind, das verstehe ich auch. Wir sind uns so teilweise immer an den Gag. Der kriegt natürlich auch einen Ananas zu fressen an das Erste. Wurde dann schon, warum so. Und schläft, so eine Sau. Du hast sich Leute aufgeregt, dass sie nicht mehr gehen, weil Domino's Erste gehen. Mhm. Weil andere Leute dürfen Ananas auf ihre Pizza machen. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ich quit. Weißt du, die Gesellschaft, ich quit. Weißt du, wie kannst du, ja. So wenn ich nicht mehr bei Restaurant esse, weil sie andere Leute anderen also für Pizza machen. Es ist so, und dann ist die ganze Facebook, wo der Tick geht. Ich meine, so generell Social Media. Also Insta ist relativ gut, fand ich, weil Insta ist so wirklich gut Kontrolle, was du gesagt hast. Sonst gibt es überhaupt etwas, weißt du. Was ist okay, gut fort. Ja, it's a fact. Das wirklich Insta ist wirklich besser abgestellt zu dem, was relevant ist. Weil auf Facebook hast du willst Nachrichten lesen bei RTL. Also gut, wenn du gut keinen Bock hast auf die Negativität, du kriegst sie immer mit. Natürlich, all das sind schon abgestanden, ich habe Facebook gemacht, ich habe gescrollt, ich habe Negativität gesehen, schon gut keinen Bock mehr. Und das ist witzig, wenn ich Zeit lang mit den Leuten Gag zu machen, weißt du, schon so viele Screenshots von ich, was ich nur meinen Kommentar auf die Leute geschickt habe, egal. Hey, den neuesten... Auch Screenshots. Den neuesten Glanz aus dem Land, aus der RTL-Kommentarspalt, wo raus aus mir. Und in einer Zeit, weißt du, aus dem Gag machen, mal
nicht mehr witzig, ich weiß nicht, ja. Also, noch so gesagt an das Negativität. Ich finde auch Facebook auf ihre Politik zugemacht. Und es fehlt mir gut nicht an die meisten Leute, ich habe gut nicht gesagt, an die meisten Leute, die etwas mehr wollten, wissen sie, wie ich mich verstanden habe. Also, was ist denn Facebook? Und sie ist auch gut, dass ich fand, dass gut wissen, ich brauche kein Facebook. Weil ich war richtig auch mittlerweile, weil ich fand, ich wissen, dass du, ich mache gut, ich wissen, umgekehrt Premium, vielleicht ist es mir wieder richtig, ich wissen, Boomer. Keine mehr so auf Facebook oder wie. Und dass du halt das, was ich bei Trendsetter interessant fand von dem Social Media, du hast auch zu, auf Instagram dazu geäußert, was du von Social Media hältst an dem Lied, wie es erklärt, so mal ein bisschen ab, was du siehst dazu, das ist interessant. Über Social Media selber, so in so Social Media ist einfach so, ich fand, dass Leute sich dadurch zu viel an die zweite Identität gehen. So im Sinn von, so stelle ich es direkt erklären, so kann ich mal irgendwelche Leute tanken und wissen, wie die Leute sind und dann auf Social Media bin ich, sind das komplett andere Leute. So best Beispiele wie so eine Person, die wir früher noch genannt haben. Ja, das ist einfach so das Ganze drunter. So, es trennen eben so die ganzen Trends drunter, weil auf Social Media so, ich weiß nicht, wie Leute, also da weiß ich schon, wie Leute, aber ich weiß nicht, wie war, dass die Person Leute. Kann auch sein, dass du einfach just kurz durch Insta scrollst und dann kurz doppelklick mich und dann ist es fertig. Und das ist einfach so die ganzen Dinge, so, da sehen sie viele Personen drunter, wovon ihnen davon gar nicht tut. Also, was ich auch noch so wollte, wo Fedra noch nicht angefallen ist, nach zu sagen. Also, einfach durch Social Media kriege ich so viele Leute einfach so viele Insecurities. So, das war ich auch Fedra noch, wo die Kamera noch nicht war, gesagt hat, so einfach so, was für mich so die Mentalität vom Süden insgesamt einfach so, also so die Gigère-Mentalität. Die sind einfach von allen Seiten angeguckt und dass alle Menschen empfangen, ob du weißt, wie irgendetwas so. Du kannst an die Schule kommen, du hast gestern Blondtour und du hast gedacht, ja, ich fühle mich mal ein Cabron und alle Menschen sehen etwas dazu. So, kann ich aus sich als Teenager ja egal, aber sie wollen aber einfach nicht etwas dazu suchen, weil sie meinen, dass ihre Meinung doch wichtig ist. Und darüber hat sie eben auch noch ein Lied geschrieben, nur das Lied Mensch, ich weiß nicht, ob du das hören hast. Aber da sind so quasi so der Trendsetter, so der Follow-up zu dem Lied. Und ja, das ist einfach so. Du guckst eben, für all die guten Seiten zu weisen, aber dann am Wheel Life probierst du dann auch, dann all die schlechten Seiten wegzulassen. Also die schlechten Seiten. So, so muss ja nicht unbedingt schlechte Seiten sein. Aber wenn in der Krise aus, wenn er hört, dass das echt nicht so gut wird, zum Beispiel, dann will ich das einfach nicht weisen. Dass du wie, keine Ahnung, da muss ich kurz ein Beispiel sicher für das ganz gut zu erklären. Wenn ich dir zum Beispiel, wenn ich in einem Krebs für alle Menschen so gebe, so How I Met Your Mother ist scheiße, aber du gibst gerne gucken, so dann, den du wenig hast, dann guck den einfach gar nicht mehr, weil er sich dann einfach just denkt, das ist scheiße. Dass wir, wo ich in der Primärschule war, alle Menschen haben einfach so Justin Bieber gehatet. Ich auch einfach so, weil ich auch so dabei war, so ihn zu haten. So, weil ich einfach so dazu wollte gehören. So schlecht, dass ich Musik halt noch immer nicht mehr, dass ich nicht die Wünsche nur haten gebe. Das ist einfach so das. Wenn man so ein bisschen Social Media sagt, dann das ist für mich so eine krasse Repräsentation vom Süden auch. So, du hast wenig Leute, die halt wirklich so gucken, wie ich es auch durchzuzählen. Ja, das verliebt auch ein bisschen an Astronauten von South Boy, wo halt Ausschweiz mit der Bubble an das Leute. Das habe ich gesehen, so jederin rundherum, der hat Justin Bieber, du hast noch nie ein Lied von ihm gehören. Du weißt gut, ob dir das gefällt, aber du hast nicht gebraucht, okay, mehr hast du Justin Bieber. Dass jemand noch wollen, wo man da rausbringt. Aber das ist genauso wie mit Nationalismus, als für mich später du genau selber dran weißt. Du warst in einem Land geboren, was du. Ich bin in Lützeburg, ja, und ich bin stolz drauf. So schön! Da kann ich nicht mehr relaten. Ich hasse den Patriotismus, Mann. Das ist so, wir waren in einem Land geboren und du hast gut nicht, was du dir selber zu schreiben willst, was du kannst stolz drauf sein. Du kannst stolz auf dein Land sein, wenn du gut sagen mal, ja. Aber so, ich bin stolz drauf. Irgendetwas, weißt du? So, du kannst stolz drauf sein, wenn es eine Gesellschaft irgendwie am Land viel, also weiterbrüht ist. Da fand ich gut, mir einfach so, ist die Lützeburger, ich will, da soll man schon Lützeburger schwätzen, das ist blöd, man. So, auf mehr kann er auch mit Portugiesisch schwätzen, noch wenn ich nicht verstehe, weißt du? So, da passen ich mich eben nun. So, natürlich, ich habe immer gesagt, das System soll ich nur passen, so, da bin ich an der Schule gelehrt, so, an der Edikator Schule. Mir aber andererseits muss ich aber auch Kompromisse angehen. Dass der Patriotismus, weil das spielt die Bubble dran, weil
Du kannst auf Welt, du sagst, okay, du machst los auf dein Land, das heißt, ich bin Lützebäuer, ich stoße auf Lützebäuer, und dann merkst du auf einmal, okay, Lützebäuer, 100% gained D&D, sag mal so, also das ist nicht so, schon so. Du merkst, okay, Lützebäuer nach Portugiesen, und dann warst du so, mehr als Portugiesen. Wie die verschiedenen, es gibt sogar ab Portugal selber, den Norden und den Süden hassen sich. Hey, auch den Norden und den Süden sind so, Daisy Scheiß, für wahr, wissen wir nicht, weil wir hören haben. Wenn wir hören haben, sie Scheiß, und dafür fanden wir sie Scheiß. Das ist genau das. Das sind die, das Gefahr von der Bubble, halt, dass du nicht mehr weit guckst. Das ist einfach so, so dick die Politik, du hast den ganzen, so, wenn ich so ein rechtsradikal Politiker, nicht Politikpartei, wo er gave. So, die gibt alles, was mehr so mit oder sozialdemokratische Parteien holen geben, geben die alles einfach nicht mehr so schlecht werden, obwohl du einfach Sachen da siehst, die sie vielleicht nicht gut fanden. Einfach just, weil das nicht, weil die einen das für dich gesagt tun. Ja, da muss ich ein bisschen drüber noch. Am meisten verfahren die Idee von den zwei Seiten an den einen irgendwann ein Kehr. Irgendwann ein Kehr, du so. Mir gehen einfach viele Beispiele, wo ich einfach nicht nennen kann, aber ich habe ja ein paar Mal gesehen, wo ich mir einfach so denke, so, ja, du hast den dort einfach zugestimmt. Das so, ich habe ein Meme gesehen, ich war ein bisschen witzig, dass ein Elon Musk ein so gepostet, ja, für was kein Flat Mars Society gilt. Und ich bin einfach so, geantwortet so, dass Mars has been observed to be round. So, ich fand so blöd. Oder die Meme hat, the Flat Earth Society has members all around the globe. Read it again, slowly. Ja. Ah, nee, ach Gott. Nee, das ist so überhaupt so schön. Das ist ganz ein Wandelmensch bei uns. Zum Mut der Jugend, dass wir, wie ich gesehen habe, schon gerade durch das Projekt ganz viele interessante Leute kennengelernt, auch ganz viele Leute aus der nächsten Generation, mit denen ich normalerweise nicht in Verbindung kommen, wo ich gesehen habe, was zu machen, und dass denn alles System nämlich funktioniert. Dass das die Jugend geht nämlich eins. Dass sie nicht froh, dass man da nur mehr als Mensch an der Arbeitszeit der größte Wandel für mich. Weil viele Jugendliche sie so den Standard an die Bank schaffen wollen, an die Büro schaffen wollen, das was an der Schule angetrieben hat, kriegst du gerne Bank, gerne Commerz. Das geht nämlich viel. Die Leute gesehen, die sind mit und die sind nicht froh, dass man da an die Jugend bewegt, das wirklich etwas Agent aufzustellen. Du hast viel mehr Freelance-Artisten, du hast Leute, die an den Medien sind, du hast Leute, die gut nicht mehr im Beruf zu tun und die auf dann da kommen. Weil ich fand auch, du musst viel zu frei entscheiden, was du willst machen am Leben. Und mich spät passt du dann da und was du fuck, ich will etwas anderes machen und du geht das nicht mehr, weil ich nicht mehr sexuell und gewisses kriege oder zu alt sind oder irgendetwas. Und du hast richtig Wandel von Welt, Leute schaffen, Leute viel mehr unabhängig schaffen, viel mehr kreativ schaffen und ihr Zeit und etwas investieren, was Sinn macht. Am Platz Suchen zu verwalten. Und du hast du auch auf Insta dich dazu geäußert, was ich ganz interessant fand. Weil du musst ja den Schul. Du musst dich schon Schul, aber du siehst lieber klar, hey, das System ist wack, ich mache mich Schul, weil ich weiß nicht, dass ich irgendwie vorbei war. Du nur dumm durchstehen, weil du solche Kapazitäten, die ich nur habe, aber ich dann weiß, dass ich vorbei war, weißt du, für Suchen zu kreieren. Und das System funktioniert nämlich. Wie gesagt, du das? Wie ist dein Standpunkt dazu? Und so einfach, also wie soll ich sagen, wir gehen einfach in die Schule, wir lernen lauter Sachen, wo man nur vergisst, so Prüfungen, die weiß noch mal gar nicht, wie schlau das man sehen wir einfach just, wie gut wir uns Sachen verhalten können, wohl für dich mal lernen zu sagen. Aufgesehen von Prüfungen mit Fallbeispielen, wo man dann einfach so selber Sachen drücken muss. Wie soll ich sagen, so, du gehst an die Schule und du lernst einfach all die Sachen, die du gar nicht gefroht hast, für das lernen zu können. So, du kannst auf Wald und du gehst direkt durch von den Tieren gestochen. So, du gehst einfach kein Wasser auch noch dabei gehalten. Und wieso ist so, ich will einfach die Fehler sehen von Kanu, von Satya Mun oder einfach so, sie Fachmacher geben für 3-4 Stunden die Woche, wo ihnen so ein Prof hat, den ihnen einfach so coachen geben, für so ihn zu pushen, den ihnen einfach so sieht, so, willst du das machen, dann macht das einfach. So, weil ich bin auch gewusst, so immer, also das Schnitt, von Eltern oder so, aber insgesamt, dass viele Leute dann immer gesagt haben, so wie ja, wenn du in Lützebüsch auf die Welt kommst, so, dann ist das nicht, dann ist die Chance extrem klein für zum Beispiel Schauspieler zu gehen, dass es einfach ein unrealistisches Vision wäre.
Und das ist einfach so der große Fehler daran. Also, wenn du das gesagt kriegst, dann ist dir auch kein Bock mehr, das zu machen. Dann hätte ich direkt, okay, da gehe ich keine Deutschprobe oder so. Nein, ich gehe keine Deutschprobe. Ja, ich bin zu einem 0815 Beruf. Mm. Und das ist wohl ein Mensch, auf den du dann sitzen willst. Weil du nicht so Profi, du sitzt, die das eigentlich nicht wollte machen. Und das ist schon mein Diplom gefallen vom Tourismus. Das ist nicht, was ich doch wie es wollte machen. Ja, das. Aber du kriegst gar nicht gewiesen und ich gefühle in einem Land, weil du alles machen kannst. Du kriegst die Standardberufe. Und wenn du nicht davon etwas siehst, ich habe nämlich ein Problem viel bei der Orientation, weil es hört man nicht davon etwas gesagt und ich muss in irgendetwas raussichern. Und du musst auch viel zufrieden festleben in einem Land, weil 14, 15 bist du. Ja, dann hilft entweder, also, ja, nicht wie am Lohr bei Technik einfach so, ja. Gehst du auf TG, dann bist du schlau, zum Beispiel. Gehst du auf PERS, dann hörst du einfach Sachen zu machen, aber du musst auch viel verhalten. Gehst du auf Commerce, gehst du auf Bank schaffen. Gehst du einfach so gesehen. Dann geht auch die Stick, wo dann anderen sieht, ja, dass du mal verschwendest deine Lebenszeit. Also geht immer gesagt, das ist nicht so, wie wenn ich das so gehe. Wie sind Dinge erfahren, weil nur da man nur es wollen, also trotz, obviously, Joke anscheinend. Scheiß-Ugeholt gegen ganz am Anfang, ja. Es ist leid, dass das obviously ein Joke. Es steht sogar ganz am Anfang hier am Video. Steht diese, wie das auch nicht als Witz erkennt. Eine Warnung drauf, was leidst du so? Scheiße. Also das obviously extra scheiß gerappt von dir an den Sauf, wo du ein bisschen ausgetobt. Wie sie sich das hier drunter nicht wirklich selbst gerappt. Das ist witzig. Was ist das witzig, wenn es immer weiter. Ja, genau da. Du hast schon das. Wie hast du das bei euch an den Siedler-Selbstschule? Sie dann zuerst mal in NB? Bevor ich einmal in NB war, war ich noch in der Sportschule. Also am Sportwissen. Meine Erfahrungen waren so, dass. Also am LNB und da ist schon noch so viele Leute, die uns Markt kriegen. Das war echt, dass du beim Sauf-Sänger seid, so sein Alter, wie er so viel Markt kriegt wird. So ist sie auch 2 bis 3 Jahre im Jahr, wie so sind 21. Das ist schon anders steht. Dann haben diese Leute aus meiner Parallelklasse gehabt, wo da vielleicht 1, 2 Leute das wussten und das war und so. Aber da sind aber andere Leute zum Beispiel bei mir gekommen, die haben dann einfach so 50 Cent gemacht. So am Gang, dann sind die, guck sie, die so rappt die richtig. Also, Bro, ich probiere nur für 50 Cent zu rappen, so der ist schon am read, Gag bro? Gemacht. Do you even read? Ja, man. Das ist einfach so. Letztes Mal war ich also einfach nicht ready, so viel zu checken, dass ich mache, Sachen machen soll, wo ich will. Also, bei Ravelo geht zum Beispiel. Weil Rap geht irgendwie von der Scheuermland viel zu viel mit Social Media, so Hand in Hand. Und wenn ich zum Beispiel so viel auf TikTok aktiv wäre, dann denke ich, dass ich dann auch zum Beispiel schon bald so einen Status wie Nachlockhändler errechne oder Bruce vom Fame her. Weil TikTok, du meinst doch einfach so viel Hand in Hand mit diesen Sachen geht. Mir, ja, dann ist ein bisschen vor dem Falle. Aber ich kann mir, wer das hören wollt. Social Media. Ja, einfach auch, dass Leute ready sind für so Sachen. So. Das, wo alle Menschen gerade am Rap möchte, ist einfach so, probiert halt irgendwie zu flexen, so zu suchen, so, ja, ich werde mit irgendeiner in einem Hotelzimmer. Ja, einfach so Sachen, oder? Da gehen die Leute, die so extra probieren, die Press zu rappen, so, kann auch natürlich sein, dass das wirklich so mangelt. Aber da gehen eben so am Anfang so die Leute, die so rappen wie ich oder so wie der Mello zum Beispiel. Der Mello probiert ja extrem viele, also seine lyrische Skills noch durch seine Rollentechnik und so abzubessern und durch seine Flows. Da soll die Lieder rauskommen, ne? Schwarzes Herz. Also ich habe gestern einen Teaser gepostet, ich weiß aber nicht, ob es da ist. Ah, den Teaser war das, ich gesehen habe nochmal, ja. Ich habe gerade so Schnaps von Mello ja, gesehen. Ja, das sind einfach so Sachen, wo hier im Land ein bisschen Energie fand. Und das ist eben das ganze Problem mit den Trends. So. Du hast einen Trend und den ist einfach fast so. Wenn ich so einfach nur will, dass ein Lied von mir über 5000 Views kriegt, dann muss ich einfach, keine Ahnung, Terns und ein Mutz von Louis V und ein Porsche Prada oder so, weißt du? Und dann hatte ich das Jogging. So, dann da weiß ich schon, dass ich irgendwie kann alle Klicks machen. Und das ist halt so das große Problem. Hey? Oder sind sie in der G-Klasse? Schon 2 Jahre.
Das war aber mega geil noch, du. Nee, das ist so, also, der Prolo-Ding, das kann ich machen, so ab und zu, dass ja. Du das so, wenn du gut gebiet hast, dass du. Ich meine, sie treffen einfach eine ein perfekte Balance von allem. So. Ja. Natürlich schon ist gut neu, gegen die 10, wenn ich so etwas möchte. Wenn ich gerne möchte, so. Schon letztes Jahr ein Lied geschrieben, so in der Quarantäne, wo ich gesagt habe, Technik und Realness sind am Abtasche, aber für mich ist der Rap Real, wo ist der Layfit Game. Und das ist einfach so der Ganze. So. Wenn es der Layfit Game ist, dann. Der Boss für mich auch ein guter Rapper, auch wenn den Lyrik scheiße sind, der Flow anhört, weil man es probierst du aber. Weil das ist aber so ein Schritt, wo ich respektieren muss. So, nicht alle Menschen trauen sich direkt zu rappen. Ich meine, da können doch zum Beispiel Sachen rauskommen, wo in echt meint, dass das wirklich nicht gut ist, wie du. No Front und die zwei G's, die das gemacht haben, und Chouda La Rochette. Ich weiß nicht, ob es das kannst. Das ist ein All-Time-Classic von. Wir, ja, sie haben sich da einfach manns getraut und da ist einfach selbst, wo ich so big up muss gehen. Klar, das ist immer so, was du was lehrst, weißt du, wenn du Strauß an Kritik unhältst, an, was Leute auch anständig Kritik gehen. Ja. Also so nicht den geh weg, geh Gym bringen, weißt du, dass du gut merkst, wie soll die Menschen noch weiterkommen am Leben, merkst du. Weil ich so ja auch nicht, dass ich unbedingt so mega die gute Rapper wäre, so ich fand, ich benutze schon geile Beats. Und es ist schon ein gutes Message. Und das sind so die zwei Sachen, die für mich, also bei meinem Rap Hand in Hand gehen. So, wie so Flow manchmal nicht so, du passt nicht viel ab und ich passe noch nicht auf meine Räumtechnik mega gut ab. Weil das bei dem, was ich mache, für mich einfach nie was Sachen. Klar, ne, ich meine. Und das ist einfach so den Open Mind am ganzen Game, wo viele Leute einfach fehlt. Auch wo an der ganzen Alex-Rapper-Diskussion auch ein bisschen fehlt, fand ich. So, ich habe einfach gesagt, ja, Alex Rapper machen hier und da und das ist aber kein, den da genau das möchte, wo gesagt wird, dass anscheinend den Alex Rapper machen geht. Musikstechnisch bei dir, also das neueste meinst du EP, die du am März rauskommst, ne? Mom CDP, ja. Mom CDP, genau. Was willst du ganz ein bisschen drüber, ich hatte, wir machen noch ein Follow-up dann zu zwei Mom CDP, wo da zu zwei dann eher einen Input könnt gehen. Bisschen basisch, wie sie dazu kommen, was geht das? Schon ein paar Lieder, du wärst normal Welt, als das hat. Das ist mein Lieblingslied von der EP. Da hat du nicht gelöscht, als schlechter Mensch. Ich habe ein bisschen drauf gelöscht. Das hat den Oil Talk, den ich gewinnt. Den mehr besser fehlt. Voilà, das den ich gewinnt. So ein bisschen orientiert, so in den Anfang von Rapper und so auch viel Influence von Tupac zum Beispiel. So, weil Tupac hat ja auch ein, als Beispiel Brand has got a baby und so Sachen. Einfach so die ganze Influence, die du rocken, so, die ist eben so. Weil an meinem Rap verkörperen. Wie man selber so drauf kommen sie für Back to the Future, die EP zu machen, das ist. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das geschieht. Ich bin im CDP letztes Jahr in der Quarantäne einfach so angefangen mit Rappen. Und dann ist noch gedacht, das ist auch so egal wie all die anderen, die so dick faken und dann so viel andere regieren. Hier war auch du noch so. Mir schön ihm da viele Tipps gehen und so. Sag mal so, hier war ein Padawan von mir. Und ich nicht viel von dem Rap, was ich mache, nicht hin auch an seinen eigenen Niveau holen, weil den fand ich aber auch relativ gut merkt. So, oh, die Voice crack, ja. So, das merkt den. Und das ist einfach etwas so, ich fand nicht, dass du mich kopiert oder so, ich fand, dass einfach. Inspiration. Die Inspiration, dass man einfach die Leben zu dem Teil vom Game hat mehr teilt. Und ja, wo wir halt gemerkt haben, dass so wie wir rappen, dass das ein bisschen mehr so zusammenfließt, haben wir einfach gedacht, so, ja, komm, wir machen da und da einen Track mit denen und da und da. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen einfach ein EP mit denen. Und dann haben wir alles geschrieben gehabt. Und haben wir letzter Kanz, die waren, haben wir einfach alles abgeholt und dann, ja. Wir hatten just ein Lied nicht drauf gemacht, das heißt Bruder. Und das geht eben auch um die ganze Thematik mit so Fake Friends und halt da. Und ich wollte das einfach nicht drauf holen. Lo will ich dann von aber gerne drauf holen. Aber in dem Moment wollte ich dann einfach nicht drauf holen, wenn es dem läuft, auf dem Ton. Und, weil ich aber auch die ein oder andere Sache gesagt habe, die halt eben nicht zu 100% stimmt, wollte ich das eben nicht drauf haben, weil ich nicht irgendwie wollte, dass ich dann sehe, ja, guck, du schwarz, das ist halt faken und du hast selber etwas gefaked. So.
Ich sehe mich halt eben nicht so als wirklich ein Snitch, so in dem Moment. So. Ich finde, ich habe dann eben Sachen gesagt, wo ich sich zum Großteil einfach nicht mehr so kann. Ja, das so. Ich habe just gesagt, dass er eigentlich viel capped an seinen Lieder. Und dass er darüber schwätzt, wie viele Rapper hier im Land capen. Okay. Mehr wie das habe ich sich nicht wirklich gesagt. Ich habe just gesagt, auch noch, dass ich fand, dass er privat am Anfang aber korrekt ist. Und ich habe gesagt, dass ich mich ein bisschen verarscht von ihm viele gebe, so. Weil ich für ein paar Jahre wirklich so bei all Tag mit ihm gehangen habe. Und ich hatte immer so an dem Kreis, wo ich war, immer so ein Gefühl gehabt, wie wenn mich da alle so ein bisschen mehr so als Strom irgendwo gesehen. Und ja, ich habe aber nie gesagt, so, ich habe aber nie zu irgendeinem da gesagt gehabt, ob er mich wirklich so gesagt. So, du weißt, das ist einfach so eine Behauptung, die ich hatte, und das ist so statt, wo ich gesagt habe, dass ich mich, damals, dass ich mich verarscht gefühlt habe. Und mehr sind dann das, wollen ich eben gerne zurück, so. Ja, das dass ich das gesagt habe. Das ist auch richtig, wenn ich gesagt so, du bist, von nicht durch einfach das Statement so, okay, gut, das ist schon ein paar Drehwege gelöst, schräg zurückholen, und das vielleicht auch nicht so richtig, was ich gesagt habe. Von ich kriegst dir mehr Respekt, und wenn du mehr Unerkennung verdient, wie die Leute, die halt zu checken, dass sie Scheiß gesprochen tun und sich weiterhin darauf behaupten, einfach nicht mehr viel nicht. Sie so, ich hat Unrecht. Ich fand so, der Mensch lebt die ganze Zeit dabei und du meinst die ganze Zeit, du hast Recht. Ja. Das ist wie leer, du hast so eine Diskussion, du meinst, du hast Recht, du darfst zum anderen Seite, aber so, okay, gut, du hast vielleicht aus auch ein paar Punkte in die Richtung, du hast dich drüber geschwatzt, die so Seite, wenn du von der Zelle bist. Einfach, dass du sich selber auch mal vorstellen zu. Also, soll ich sich auch mal vorstellen. Ja, da geht nicht genug gewertschätzt, weil ich fand, es gibt viele Gag, die Leute gewählt wenn sie hier Meinung ändern. Sie so, du bist nicht real, du bist die Meinung ändern. Dann, da geht nicht genug gefördert, dafür sind die Leute dann so. Und dann gehen sie aggressiv, weil der Freund ist seine Meinung, dass sie so wissen, dass es nicht stimmt. Und sie finden sie scheiße, dass sie sich auf Hunger nicht immer entscheiden dürfen. Weil die anderen scheiße fanden. Ich meine, du erkennst dann den ganzen Streit auf. Wie gesagt, das für mich, ich respektiere viel mehr, wenn du siehst, hey, also ich kann den Namen gut nicht. Das heißt, ich kann gut nicht sagen, was richtig ist, was nicht richtig ist. Also das, was ich gesehen habe. Ich meine, von dir mehr erwissen, zu sagen, hey, gut, das so an. Das geht mir nicht. Und ich komme zurück. Und weil ich mehr kann ich nicht so. Ich sage, mehr kann nicht so, wie wenn du siehst, okay, wo muss ich halt einfach nicht recht. Ich sage, was sollen sie dir noch so und so? Ja, das ist halt genau das. Also, ich so ein Ding auf das ist halt genau das. Aber das ist halt auch wirklich so. Genau das. Sie ist dein Steckdose. Und dann schreibe ich ein bisschen die Folie. Das ist die ganze Thema, wo ich mir mache. Ja, geil, dann kann ich auch, wenn ich die Interviews halt gucke. Ja, ich will auch immer was schwätzen. Wolfer, was ich noch so wollte, das war mit, ich bin ein bisschen aus dem Konzert vom Gespräch rausgekommen. Aber das, was ich gesagt habe, dass Joel eben nicht darüber guckt, dass ein, dass Joel nicht darüber guckt, wie einem sein Fehlhälfte so hervorzuheben. So. Ich will eben so, dass ihn da ein bisschen mehr begrüßt wird, dass ihn dann auch gesellschaftlich einfach so brett wir für dann etwas darüber aufzubauen. Weil es gibt viele Leute, die so dann zum Beispiel, dass sie meinen, dass Mittelschicht verschwunden wird zum Beispiel. Und dass es dann immer noch wirklich reich und wirklich extrem arm wird gehen. Und ich denke einfach, dass in dem Problem im Gehe kommt, an dem sie einfach halt wirklich guckt, für Leute zu motivieren, so hier eigene Sachen zu machen. Und dass sie dann auch wirklich guckt, für die eigene Sachen zu supporten, so mit, keine Ahnung, so. Dass ihr dann einfach gucken könnt, wie, also dass der Staat dann die Sachen einfach supporten gibt, so eine Form von Abs oder so einem Zentrum oder irgendwelchen Internetseite, wo ihr einfach so Oxy drauf hat, wo sie einem wirklich so, das einfach so riedend und gesehen drücken, für das ihr gesagt, so die Leute machen das du und das du. Für das ihr an dem Sinn, also für das ihr für seine Selbstständigkeit leben kann einfach. Dass ich dann auch gegenseitig support, zum Beispiel, wie soll ich sagen, ich will auch Künstler, du willst unbedingt den Kunststück von mir. So. Grip in the shot. So als Beispiel, ich will einfach Künstler und du willst auch Kunststück von mir. Und ich hatte einfach etwas, was du gerne willst, da gibt es mal das gegenseitig unterstützen. Und
wieso so ein Kind so quasi indirekte Kommunismus nennen? So, weil aus euch hört das jeder reden, so nur der gleich, wenn jeder reden so gegenseitig durch Support. Und dann hört ihr einfach eine Gesellschaft, die viel mehr froh ist, also viel mehr aktiv. Und das ist halt das, wo mich bist, wenn der Schuld sagt, einfach so. Dass einfach nicht darüber aufgebaut wird, was du wirklich gerne machen willst, was du wirklich keins machen. Geht einfach just wirklich darauf geguckt, so die Standardberufe zu kreieren, die eben alle Menschen halt tut. Und wie soll das sein? Ich denke, dass zum Beispiel Chamber und so, dass die noch nicht gecheckt haben, dass wir mittlerweile bei einem Punkt sind, wo ihnen der Support fehlt. Weil wenn so etwas supported gibt, dann denke ich, dass die ganze Welt definitiv Nutzen gibt mit so etwas. Weil dann in einfach eine frohe Gesellschaft durch viel mehr Probleme angegeben entstehen. Klar. Und auch, was die Schule geht eben. Was ich auch gerne in der Schulwelt tun, einfach so, wie flexibel was der Zeit nur geht. So, natürlich geht immer gesagt, wenn der Schaffe gibt, dann muss du auch, keine Ahnung, um 6 abstehen und dann da. Aber, sagen wir doch rein theoretisch, die Schule von 24-7 ab. Und überhaupt alles für zu schaffen, wie 24-7 ab, sodass ich nur zu leben noch zu einem Tagesleben machen darf. Das denke ich, wird auch so eine geile Zukunftsvision. Weil dann sind erstens mal mehr Arbeitsplätze frei insgesamt einfach. Von nicht mal. Und zu den einfach viel mehr Flexibilität, zum Beispiel, dass zwei ältere Dealer könnte schaffen gehen. Dass Mom dann Mäuse schaffen geht und der Papa oben so mit ist, sie sind alle zwei für Kanto zum Beispiel. Und auch die Kriminalität, die oben so mal herrscht, weil dann die ganze Gesellschaft ja viel, also bei sich daheim ist, jetzt schlafen, so, die gibt es dann auch schon noch ein bisschen mehr zurückgeregelt gehen. Natürlich müssen auch mehr Leute installieren, um dafür alles mehr sicher zu machen. Aber insgesamt, so, ich verstehe zum Beispiel Frauen, die oben raus trippeln gehen, so, dass sie definitiv viel mehr insecure sind, wie ein Mann, der oben raus trippeln geht. Aber für das vier zum Beispiel, wir sind auch zum Beispiel, fand ich einfach so Dauerzeiten vom Schaffen an allem viel mehr flexibel machen. Die ganze Gesellschaft. Und ich finde das zwar mit der Schule angefangen, aber ich meine das nicht nur für die Schule, ich meine das für alles einfach so. Dass du einfach in die Schule gehst und du denkst so, ja, okay, ich muss die 30 Stunden machen. Ich meine, hat man einfach ganz Bio, weil ich kann dann Bio am liebsten haben. Und das meint es, am meint es, eben, ging ich nicht gerne schon. Und dann denkst du so, ja, dann meinst ich Dienstes, Mittwochs, und dann ist das schon alles, und dann streite ich Weekend zum Beispiel. Uni halt. Ja, es wird Uni. Uni halt, ja. Das halt, mir noch nicht genug Anwohner an. Letztes Mal pusht ja auch extrem für so viele Anwohner wie möglich zu kriegen. Wo man natürlich leider nicht genug Straßen dafür haben. Wir halten die Care aus, wo ich so, weil das einfach so, wo viel Hilfe vergeht, was einfach erstens mal, wenn wir flexibel wären, zweitens mal, wenn ihr noch ob die Interessen an das, was Leute können, wenn ihr darüber abbauen geht. Ich will mein Leben mit Zeit ran. Krieg brand, aber dafür Leben nicht verpannt.